Einsetzen. Was schwappt da eigentlich auf die Organisation über? Wie muss sich auch die Organisation Was uns jetzt aktuell anpassen? Beschäftigt im agilen Kontext Studien ist, wie wirkt sich die Grunddiskussion Agilität, die doch sehr stark in Unternehmen angekommen ist, jetzt bei Zentralfunktionen der Unternehmen aus? Ist es systemisch versus agil? Ist es konkurrent? Gelingt denn eigentlich die Integration dieses agilen Managements in die klassische Strategieentwicklung? Ich fand, es ist eine unglaubliche Bereicherung, das Thema für mich, das kennengelernt zu haben, zu wissen, welche Ansätze gibt es. Und ich bin damit aber sehr befriedigt mittlerweile, weil ich immer noch finde, dass das systemische Denken, die Haltung, alles, was wir gelernt haben, ein so übergeordnetes Prinzip ist. Ich fand das wirklich zwei gelungene Tage. Es war sehr intensiv. Nach kurzer Zeit ein intensives und vertrautes Gespräch. Und das schätze ich sehr. Ich fand es sehr bereichernd und nehme da viel mit. Und was euch angeht, ich habe mich so richtig gefreut, so viele bekannte Gesichter zu sehen und zu merken, dass es hier wirklich ein Stückchen Heimat ist. Für mich fühlt sich das nach dem zweiten Treffen hier mit euch so ein bisschen an, so ein bisschen wie so Familienfeier. Ja? Man kennt einige gut nähere Verwandte, einige weitere Verwandte. Das fühlt sich sehr gut an. Danke dafür. Aber einfach nochmal so das Learning, das Besondere an Hieslop ist dann doch der Austausch. Und nicht unbedingt immer nur im Plenum, das ist aber auch toll. Aber so diese kleinen Gruppen, mit denen man so, ja. Ich denke, es war eine super Mischung von Input, mal hochgetaktet, dann spiegeln wir mal wieder anders, Flexibilität. Schon spannend, also gerade in der Vorbereitung hat man sich ja auch thematisch immer weiter reingefuchst und teilweise ging es mir ja schon so, je mehr ich dann darüber wusste, desto unklarer wurde mir, worum es da wirklich geht. Ja. Das war schon spannend, der Prozess der letzten zwei Tage, weil heute geht es mir vollkommen anders. Also das ganze Digesting der Teilnehmer ist mindestens die halbe Miete gewesen, wenn nicht mehr, eigentlich mehr natürlich. Das ist die Stärke dieser Gruppe, die ganze ungeheure Erfahrung, die hier zusammenkommt. Wenn ich das mal so reflektiere, ging es mir auch ähnlich so, dass ich bis aber in den Anfangsrunden schon mit Befriedigung festgestellt habe, dass viele kompetente Menschen hier sitzen, viele Erfahrungen da müssen. Wir haben uns alle darauf eingelassen. Und was aber für mich diese Beständigkeit ausmacht, das ist einfach dann der Geist, diese Kultur, dass man sich auf dieses auch alles gut einlassen kann. Ja? Dass man sofort auch merkt, man kommt, man ist ja wieder angekommen, das ist ein Stück Heimat. Und jeder, der hier auch dann da ist, ist auch wirklich einfach gut und gerne aufgehoben. Und das ist für mich eine tolle Metapher, ein tolles Bild, was wir hier gemeinsam auch gehabt haben, für agil und für Beständigkeit. Also für Schnelligkeit, für Anpassungsfähigkeit, aber durchaus auch, es braucht was beständig ist. Kurz und knapp. Hat sich sehr agil an.